Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe hier mit ATAS und den bekanntesten ATAS-Experten hier in der deutschsprachigen Region. Michael Burgstahl, ich freue mich, dass wir diese Veranstaltung wieder zusammen machen können mit dem Thema heute Einführung in den Smart Doom und Charting in ATAS. Und ich freue mich, dass Sie heute Abend live dabei sind und sich für das Thema interessieren. Und ich bin ebenfalls gespannt, was der Michael heute für Infos mitgebracht hat. Mein Name ist Nelson Cardoso-Neto, ich begrüße Sie im Namen von FXLED. Wir schauen uns wie immer zunächst einmal den Risikohinweis an, denn auch dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken, ganz wichtig. Und bitte nicht diese Veranstaltung als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Sie müssen da an der Stelle Ihre eigene Entscheidung treffen. Ja? Sehr gut. Sie haben rechts, wer neu dabei ist, die Möglichkeit hier im Chat Fragen zu stellen, und das sollten Sie nutzen, wenn Sie schon einen Experten hier zur Verfügung haben, und ansonsten natürlich auch gerne Fragen zu FXLED. Ich beantworte sie dann entsprechend im Chat, soweit es mir möglich ist, und somit übergebe ich auch gerne den Bildschirm. Ich wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Ich bin aber im Hintergrund, wenn irgendwas sein sollte. Einen wunderschönen und gut gelaunten Abend wünsche ich. Kann man mich hören und sehen? Jawohl. Bild und Ton sind top, das hört man gern. Also, dann fangen wir mal an. Den heutigen Tag werden wir uns ein bisschen dem Charting widmen und dem Smart Doom, also dem Orderbuch. Und dieser Wunsch ist beim letzten Webinar über die Markttiefe gefallen, dass wir uns das ein bisschen anschauen. Und am Anfang immer bei diesen Webinaren zeige ich ein, zwei Neuigkeiten, die es in ATAS gibt. Danach werden wir uns das Charting anschauen. Das ist für Beginner, also viele von euch kennen sich ja schon relativ gut aus. Ich sehe immer wieder bekannte Gesichter da. Es ist dann halt so ein bisschen Auffrischung, und für die, die neu dabei sind, die können sich das halt in Ruhe anschauen. Über das grundsätzliche Charting in ATAS, das heißt Zeichenobjekte, das Arbeiten direkt am Chart. Einen kleinen Ausschnitt auch das Handeln aus dem Chart, das gehört dazu. Den Footprint an sich selber werden wir heute nur überfliegen, da haben wir ein eigenes Webinar, und alle Webinare, die wir hier machen, die sind dann im Nachgang auf YouTube am FXLED-Kanal einzusehen. Wir haben da mittlerweile, glaube ich, 30 Stunden Material, wo ihr euch durchkämpfen könnt. Zusätzlich ist es für diese Webinare immer gut, und sie leben auch davon, dass ihr diese Funktion zum Fragen stellen auch nutzt, und sofern ich befähigt bin, dass ich die Fragen beantworte, bin ich natürlich, auch wenn sie nicht zum Thema passen, aber wenn es halt rund um ATAS und FXLED geht, schauen wir, dass wir alle Fragen so gut wie es geht beantworten können. Gut, dann starten wir rein. Ihr seht ja schon den Schirm. Ich habe deswegen die Login-Maske offen gelassen, weil unsere Kollegen im Development eine gute Idee gehabt haben. Das ist jetzt nur ein Seitenhieb, aber ihr habt jetzt immer auf der linken Seite hier so kleine Marktnachrichten, kleine Übersichten, was passiert mit Gold, was passiert mit Silber, in dem Fall mit Warren Buffett und Amazon. Man kann sich dann hier mit einem Klick diese ganzen Artikel ein bisschen durchlesen. Wir möchten, und das zeige ich euch bei der nächsten Erneuerung dann, wir möchten ein bisschen die Trading-Plattform zusätzlich mit einem Informationsgehalt ausstatten, dass, wenn ihr die Plattform aufmacht, immer ein bisschen wisst, was sich so tut. Ja, es ist jetzt keine News-Plattform, aber es gibt halt immer wieder nette Artikel zum Lesen, wo man sich ein bisschen belesen möchte. Springen wir mal rein in ATAS, und dann zeige ich euch, sofern meine Alpha-Version das hergibt, und ich hoffe es schwer, gleich einmal was Neues. So, sind wir schon da. Ich schiebe euch das da rein. So, verbinde mich schnell mit allem. Wir haben hier einen neuen Button. Auf diesem Button steht drauf Wirtschaftskalender. Und wenn wir den Wirtschaftskalender öffnen, bekommen wir für jeden Tag die Wirtschaftszahlen. Wir bekommen die Zahlen in Echtzeit reingespielt. Das heißt, hier wird dann ein, zum Beispiel morgen um 0:50 Uhr
gibt es hier dann einen Countdown, der zählt runter und dann werden hier in Echtzeit die Zahlen, die eben dieses Wirtschaftsevent haben, reingepusht. Das heißt, ihr habt in Wirklichkeit jetzt einen vollständigen Wirtschaftskalender in Atlas integriert. Ihr könnt euch die Charts anheften, ihr könnt euch das anschauen. Ihr habt zu jeder Zahlenreihe, die hier drinnen ist, zum Beispiel, keine Ahnung, Japanese Leading Indicator Change, wenn ich hier drauf drücke, und das ist jetzt bei mir am zweiten Bildschirm, öffnet sich auch die Herkunft von diesen Zahlen. Ja? Also man kann hier wirklich nachschauen, wie es mit den wirtschaftlichen Zahlen ausschaut. Man hat hier auch noch die Möglichkeit, diverse Länder rein und raus zu filtern und auch High, Medium und Low Events rauszufiltern. Also ein ganz normaler Wirtschaftskalender haben wir deswegen gemacht, weil wir draufgekommen sind, dass es ein gewaltiges Informationsdefizit unter den Händlern gibt. Ich sehe das nicht nur in den Telegram-Gruppen und auch in Gesprächen mit anderen Händlern oder mit Händlern, die eben neu dabei sind. Wir haben folgendes Problem. Die sitzen vorm Rechner, handeln den ganzen Tag und auf einmal explodiert der Kurs und es passiert irgendwas ganz Gewaltiges. Und dann sieht man öfters auf Facebook oder in Telegram, was ist denn da los? Das hat mich komplett überrascht. Was ist denn da passiert? Ja, sofort Stoppkrisen und so weiter und so fort. Natürlich kann es da auch passieren, dass du im Zuge solch eines Events auf der richtigen Seite bist. Ja, das ist ganz klar. Aber Sinn der Sache ist das, dass wenn man in der Früh oder zum Mittag oder je nachdem, wann ihr startet, einmal wisst, okay, morgen am 29. Februar stehen diese Zahlen an, welche haben Impact auf den Markt. Ja? Und für die Leute, die das analysieren und natürlich mit der Vorhersage, du hast ja hier auch immer die Vorhersage und die vorige Zahl. Und im Normalfall ist es halt so, wenn wir eine komplette Abweichung zur Vorhersage haben, das heißt, der Markt hat ja das schon eingepreist, was alle glauben, dass passieren wird. Und wenn dann das nicht passiert, dann haben wir eben auf den Charts gewaltige Bewegungen, je nach Zahl. Wir haben hier drinnen auch die ganzen Geschichten von der Fed und von der EZB. Das heißt, man kann sich dann die Videos dazu anschauen, die Sitzung selber. Und das ist der zweite kleine Baustein an Information für euch in der Plattform. Und der dritte Baustein, das kann ich euch schon verraten, das wird in Zukunft kommen, an dem arbeiten wir gerade. Das ist neben diesem Wirtschaftskalender ein Newsticker. Das heißt, ihr bekommt Echtzeit-News, Headlines oder auch, wenn jetzt zum Beispiel am Abend der Collins spricht und der hat eben, der redet gerade in dem Moment, ne, und spricht über Zahlen. Und wenn da was Relevantes dabei ist, dann bekommt ihr das als Decksticker direkt als Newsfeed rein. Das heißt, ihr bekommt die Möglichkeit, einen Echtzeit-Newsfeed und nicht irgendein RSS-Feed, was wir bis jetzt haben, bekommt ihr hier dann in Atlas gestellt. Ja. Und das ist halt so die kleine Erweiterung, was ihr jetzt vorab zeigen habt können. Ich glaube, dazu wird es nicht wirklich Fragen geben. Der Carsten fragt, es wäre super, wenn wir im Chart die Zeilen der Ereignisse einblenden können, also höchstwahrscheinlich einen Strich ziehen und sagen, da kommen News. Wenn denn das Ding dann komplett fertig ist, dann können wir uns im nächsten Schritt überlegen, ob wir Termine von diesem Kalender in den Chart übertragen können. Das möchte ich noch nicht versprechen, aber es ist natürlich schon was wir am Schirm haben. Ja, der Carsten hat ja noch einmal nachgetragen. Er denkt an einen Strich. Also ich weiß ganz genau, was er möchte. Und wir schauen uns das dann natürlich in Zukunft auch an. Soweit zu diesem Thema. Gut, beginnen wir mit dem Charting oder mit dem Smart Home. Ich würde vorschlagen, das Schwierige zuerst. Beginnen wir mit dem Smart Home. Was ist der Smart Home? Der Smart Home ist eine visuelle Darstellung des Orderbuchs. Was heißt das? Ich mache das alles einmal weg. Ich mache das ein bisschen größer. So. Also, das ist im Prinzip, manche nennen es Preisleiter, Dom, Smart Dom. Es gibt einige Bezeichnungen für das, was wir hier sehen.
Und was wir hier genau sehen, ist im Prinzip das, was den Markt bewegt. Das heißt, wir sehen hier in Echtzeit, was dann später in verschiedenen Timeframes, in Minuten, ich mache einen Chart dazu, Moment, abgetragen wird. Nur sehen wir hier eben in Echtzeit, was passiert. Jetzt machen wir noch schnell den ES hier als Chart auf. Ich versuche wieder so viel Information in diese Stunde zu pressen, wie es mir möglich ist. So, also wir haben jetzt einen ganz normalen 5-Minuten-Chart. Das Profil tun wir weg. Wir zoomen hier ein bisschen rein, dass wir die Kerzen noch sehen. So. In Wirklichkeit sehen wir das, was hier passiert auf diesen Preisen, die 83, die 82, 75. Ihr seht, das ist genau das, was im Chart passiert. Nur, dass im Chart eben das mitgeschrieben wird, in dem Fall 5 Minuten lang, dann kommt die nächste Kerze und wird wieder mitgeschrieben. Aber das, was grundsätzlich passiert und was den Markt bewegt, in eine oder in andere Richtung, sehen wir in der Kerze nicht. Ja, ist nicht möglich. Wir sehen hier aber sehr viel Informationen auf einmal. Und da möchte ich mit euch dann durchgehen. Das Einzige, was ich hier am Chart sehe, ist eben die Bid- und die Ask-Seite. Das ist der untere Bereich, die Käufer, der obere Bereich, die Verkäufer. Die sehe ich hier genauso gleich. Also wenn hier 39 stehen, stehen hier auch 39. Also dieses Tool, das ist eben der Death-of-Market-Indikator, den tue ich jetzt weg, zeigt mir das Gleiche wie hier auf der Bid- und auf der Ask-Seite. Okay, gut, dann machen wir das mal klein, dass es ein bisschen mitläuft, dass wir ein bisschen schauen können. Also, das Smart Home Modul. Warum braucht man das? Für was wird es verwendet? Wer verwendet es? Und wer verwendet es nicht? Also grundsätzlich kann man sagen, umso höher der Anlagehorizont wird, umso irrelevanter wird so eine Ansicht. Das heißt, wenn ich irgendwo Swing Trader bin, der was seine Positionen, keine Ahnung, eine Woche, zwei Wochen handelt, oder wenn ich Investor bin, der was sowieso noch langfristiger seine Positionen aufbaut, der hat wahrscheinlich nicht so den Bedarf, dass er so nahe an den Markt schaut und so nah dabei ist, dass er wirklich sich einige Ticks pro Position erspart. Ich bin der Meinung, dass beim Investor vielleicht nicht, aber bei jeder eingegangenen Position man hierher schauen sollte, ob man sich nicht irgendwo ein bisschen ein paar Ticks später oder früher einkaufen kann. Was sehen wir hier? Wir sehen hier im Smart Home Folgendes. Wir haben hier, also das ist das Standard-Template. Es gibt x verschiedene vorgefertigte Templates in Atlas. Ich zeige es euch jetzt einfach am Standard-Template. Da sind ziemlich alle Sachen drinnen. Da sind sogar mehr Sachen drinnen, wie der Standard-Home hat. Wir haben hier Orders P&L. Das ist selbsterklärend. Wenn ich eine Order lege, dann habe ich hier im Prinzip meine Orders P&L. Ich kann mit Drag and Drop kann ich meine Orders verschieben hier am Markt. Mit rechter Maustaste kann ich diese Order wieder auslöschen. Wenn ich mich hier kurz einstoppen lassen möchte, auf der Kaufseite in dem Fall, schauen wir, ob wir gefilmt werden. Wir sehen hier auch den Queue. Das heißt, wir haben jetzt eine Limit-Order in den Markt gelegt und sind jetzt auf Platz 0. Das heißt, wenn noch einer reintradet mit einem Kontrakt, werden wir gefilmt. Das ist jetzt passiert. Jetzt sind wir mit dieser Order gefilmt worden und ich sehe jetzt da in dieser Spalte auf der linken, meinen Profit und meinen Verlust je nach Preis, wo ich bin. Das heißt, ich möchte jetzt in dem Fall 125 haben. Ich habe mich eingekauft. Ich muss oben verkaufen. Ich stelle mich hier hin. Hier sind noch 140 vor mir. Das heißt, es müssen 140 Kontrakte gehandelt werden, dass ich meinen Fill bekomme. Wenn hier nur 100 Kontrakte gehandelt werden, kann der Preis des Andocken da oben, also die 86,50, aber ich kriege keinen Fill. Ja, und umso dicker der Markt ist, umso relevanter ist es, wo ich in dieser Queue, also in der Warteschlange stehe. Das gleiche ist hier unten. Im Prinzip habe ich jetzt einen Stopp gesetzt, ne? Bei 125 und hier stehe ich genauso im Queue drinnen. Ne? Wenn einer seine Order cancelt, rücke ich nach vorne. Wenn rein verkauft wird, rücke ich nach vorne. Ja? Hier stehen wir noch auf 129, hier stehen wir auf 141. Das heißt, 140, 139, man sieht schön, hier wird abgezogen, da geht es nach unten. Die Queue ist wichtig. Wenn ich zum Beispiel Bonds handle, dann habe ich hier nicht so ein dünnes Orderbuch wie hier im S&P mit 80, 130. Da habe ich dann teilweise 2000 und 3000 Stücke drin liegen. Und spätestens dann sieht man, wie relevant es ist, dass ich reinkomme in den Markt. Und dass er mich auch abholt, dort, wo ich abgeholt werden möchte.
Gibt es dazu Fragen? Es ist ein bisschen trocken, aber den Smart Home müssen wir in dem Fall durchgehen. Ich sollte den Dom etwas breiter ziehen, ist erledigt. Gut, also das ist jetzt grundsätzlich das, wie man in dem Dom handeln kann. Natürlich kann man Market reinspringen, aber man hat eben die volle Übersicht an den Limits. Ich sehe das am Chart nicht, in welcher Queue das ich stehe. Ja, das sehe ich ja nicht. Und dann ärgert man sich oft, wenn der Preis raufgeht und wieder runtergeht und ich bin nicht dabei. Ja, zumindest weiß ich, warum ich dann nicht dabei bin. Also das sehe ich. Ich schmeiß mich jetzt aus dieser Position einmal raus. Dann verschwindet eben Orders und P&L auf der linken Seite. Ich bin nicht investiert. Was haben wir dann? Die nächste Spalte ist im Prinzip das Profil. Ich kann hier einstellen, ob ich das Tagesprofil sehen möchte, gleich wie im Chart selber, das Wochenprofil, das Monatsprofil, das Kontraktprofil. Was wir hier haben und was von Vorteil ist, jetzt nehmen wir an, es ist amerikanische Eröffnung und ich möchte jetzt das Profil vom Vormittag nicht sehen, dann kann ich das weg-xen und kann jederzeit ab diesem Zeitpunkt mir ein neues Profil aufbauen. Wenn ich das Tagesprofil wieder zurückhaben möchte, drücke ich aufs R und ich habe wieder mein Tagesprofil. Im Profil selber sehe ich, wenn ich möchte, die Value Area, wie gehabt. Ich kann mir den POC anzeigen und in naher Zukunft auch den VWAP anzeigen. Was ich hier aktiviert habe in diesem Profil, ist die Last Traded Quantity. Das heißt, hier wird mir aufkumuliert, wie viel gehandelt wird und ob es einen Uptick oder Downtick gibt. Das heißt, hier kann man auch noch einmal die Stärke vom Handel ablesen. Dann die Preisskala ist selbsterklärend. Was wir hier drinnen haben, ist folgendes, wenn er mich lässt. Ich habe Autosender aktualisiert bzw. aktiviert. Das heißt, wenn mir der Preis 15 Ticks in eine Richtung geht, zentriert sich für mich der Smart Home automatisch. Was ich hier schön ablesen kann, ich schalte es schnell aus, sonst kann ich es nicht ablesen. Und zwar haben wir das hier, Autosender, ne? Und hier in Ticks, in 10 Ticks macht er das. Wenn ich jetzt 10 Ticks scroll, in dem Fall haben wir ein Problem, dann probiert er mich zu zentrieren. Ich habe das jetzt ausgestellt. Hier sehe ich natürlich auch ganz schnell, auch wenn ich kein Profil habe, was der höchste Preis heute war, die 91,25 und wenn ich am Hoch bin und ich sehe das natürlich unten auch. Und wenn der Preis hoch geht in diesem Bereich, dann kann man natürlich hier schauen, was passiert. Kaufen extrem viele Leute raus, verkaufen extrem viele Leute und dann kann man mal schon zu den nächsten Spalten. Also, ich erkläre das jetzt dafür eine Seite, weil für Ask und für Bid ist das dasselbe. Ja. Ich sehe hier im Prinzip in Echtzeit die Änderung dieser Limits. Das ist im Normalbetrieb relativ, ja, wie soll ich sagen, unscheinbar, aber es ist extrem gut, wenn man kurzfristig unterwegs bin. Und dann zeige ich euch das, wie das ausschaut im Endeffekt. Ich habe hier im Prinzip gleich wie im Chart und unter Indikatoren habe ich hier meine ganzen Module, die ich hier in diesen Smart Home reinstecken kann und konfigurieren kann, wie ich möchte. Das schauen wir uns dann noch kurz an, weil das gibt ziemlich viel. Wir haben hier die Changes. Das heißt, das ist die Änderung zu diesen Limit Orders, die da liegen. Also sehen wir in Echtzeit, ob hier drauf gepackt wird auf den Level oder massiv abgezogen wird von diesem Level. Das ist dieses Pulling und Stacking. Einige von euch haben das sicher schon gehört. In einer extremen Situation habe ich hier 200, 300, 400, das werden immer mehr. Und immer wieder, wenn reinverkauft wird, steigt dieser Level. Das heißt, wir haben im Hintergrund irgendeinen Marktteilnehmer, der extrem große Size in den Markt bringen möchte. Man kann auch von absorbieren reden. Der absorbiert dann quasi die ganzen Verkäufer. Man sieht hier, dass jetzt schon 154 reinverkauft worden sind in diesem Preis. Jetzt 99, 104, aber ich habe hier immer nur 50 stehen. Seht ihr das? Es geht jetzt gerade richtig schnell. Weil es ist, naja, gut, 18,20, ist nicht so massiv. Also ihr seht, dass hier zum Beispiel 295 reinverkauft werden. Wir haben zwar einen Downtick gehabt und man sieht, dass hier aufgeladen wird. Und auf der gleichen, auf der anderen Seite sehe ich auch, ob aufgeladen wird oder nicht. Und so kann ich im Prinzip feststellen, ob eine Seite von der Limitseite her
stärker oder schwächer ist wie die andere. Ja? Wie gesagt, für den kurzfristigen Handel ist es eher interessant als wir für die längerfristigen Geschichten. Also ich sehe hier in Echtzeit die Änderung dieser Levels. Ich kann auch, und jetzt sind wir in den Einstellungen von den grünen Levels, ich kann auch hergehen, mir das Ganze als Histogramm anzeigen lassen. Das macht natürlich bei dickeren Märkten mehr Sinn, wo ich nicht so schnelle Bewegung habe. Aber ich kann mir das Ganze filtern. Das heißt, ich möchte nur Änderungen sehen, die größer wie 5 sind. Und dann, sobald ich das eingestellt habe, seht ihr, ist es viel ruhiger als wie auf der Ask-Seite, wo ich wirklich jede einzelne Änderung sehe. Ja, das heißt, ich sehe hier nur größere Änderungen. Ich sehe hier zum Beispiel auch teilweise, wenn wer seine Limit verschiebt, von einem Level, so wie hier, auf den anderen Level. Man sieht hier jetzt auch relativ gut zum Teil, ja, hier hat wer 5 abgezogen, nach unten geschoben, also man sieht das alles. Natürlich ist es nicht relevant. Wenn große Zahlen kommen, wird das Ganze relevanter, was das Ganze betrifft. Aber hier könnt ihr euch dann eigene Tools bauen. Ich mache da schnell einen Klon von der Geschichte und hoffe, dass mir die Alpha-Version hält. Ich kann mir jetzt da zum Beispiel sagen, ich habe jetzt hier diese ganzen Module von diesem Smart Home. Ich schmeiße mir alles raus. Alles, ich brauche gar nichts. Ich brauche nur die Änderungen der Limits und baue mir daraus ein Tool zum Beispiel. Und stelle mir jetzt das auch ein als Histogramm. Filter das auch um 5. Und habe jetzt im Prinzip aus diesem Smart Dome einen kleinen Meter gebaut, wo ich weiß, ohne dass ich den ganzen drumherum das Ganze habe, wo ich ablesen kann, wer ist jetzt auf der Limitseite, auf der stärkeren Seite. Kann man machen zum Beispiel. Der Gotthard fragt, mit welchen Mausklicks kann ich, Moment, wo ist er? Hier. Mit dem Klick auf den Market-Button gebe ich eine Market-Order ein, richtig. Wie kann ich die eröffnete Order sofort schließen? Also ich habe hier im DOM mehrere Möglichkeiten. Also die Limit-Orders, die gebe ich mit der linken Maustaste rein. Und hier genauso. Ich kann das natürlich mit Cancel sofort rauscanceln. Mit den Market-Buttons, jetzt machen wir mal Market-Short, sind wir sofort zum Best Bid in dem Fall im Markt. Das heißt, wir haben hier reingeschortet auf diesen Preis und sind sofort drinnen und kann auch mit Flatten oder Cancel All die Order sofort stornieren. Ich kann auch mit dem Reverse-Button die Order drehen, könnte ich auch. Ja. Aber es, wie gesagt, man hat ja meistens nicht nur den Dom hier. Alles, was ich am Dom mache, habe ich ja hier im Prinzip auch drin. Wenn ich die hier verschiebe, One-Click verschiebt sich hier und wenn ich sie hier verschiebe, verschiebt sich hier. Ja. Hier ist man halt näher dabei bei der ganzen Geschichte und wenn man flinke Finger hat und größere Positionen in den Markt reinarbeiten möchte, ich kenne da Leute, die am Nasdaq, Gott schütze, die am Nasdaq am Smart Dome arbeiten, da geht's, ich kann es euch kurz mal zeigen, wie das da abgeht. Hoppala. So. Also das ist dann im Prinzip der Nasdaq im Orderbuch. Also da müsst ihr dann schon, ich bin also nicht so wirklich der Fan von diesen dünnen Märkten, aber ihr seht, da ist jetzt nicht einmal viel was los. Also das kann dann richtig rucki zucki gehen. Und die arbeiten sich halt dann so rein, wenn die rein möchten. Ne? Also das ist dann wirklich für flinke Finger. Ja? Also wenn die den Markt shorten oder longen möchten und mit mehreren Kontrakten rein, weil man, da haben wir ein dünnes Orderbuch von 6, 5 Kontrakten und wenn einer zum Beispiel 15 long oder short gehen möchte, dann hat er im Prinzip, dann macht er sich selber eine schlechte Ausführung. Ich hoffe, Gott hat die Frage wurde beantwortet soweit. Gut, da oben war noch eine Frage. Ob man denn die Indikatordaten für interne
Indikatoren zur Verfügung stellen kann, das kann ich noch nicht sagen. Ja, ich kann auch noch nicht sagen, ob wir das dürfen, also für externe Entwickler diese Daten zu verfügen. Das weiß ich nicht, wie das rechtlich ausschaut. Die Frage kann ich jetzt nicht seriös beantworten. Aber wir selbst dürfen diese Daten mit Sicherheit verarbeiten und da kommt anscheinend was. Ja. Gut, also wir haben hier jetzt im Prinzip diese Geschichten gehabt, wo wir in Echtzeit auf allen Preislevels sehen, je nachdem, wie wir es einstellen. Ich habe jetzt da, glaube ich, 20 eingestellt, wie sich die Limits verhalten. Und hier haben wir im Prinzip den Wert der Limits, wie viel wir am Preis haben. Das ist die Veränderung, das ist der aktuelle Wert. Und hier in der Mitte sehen wir die Market-Ausführungen dazu. Das heißt, wir sehen, ob Leute Market Buy oder Market Sell drücken und wie sich die Limits auf beiden Seiten eben auf dieses Einschreiten der aggressiven Marktteilnehmer. Man sagt immer, die Market drücken sind aggressiv und die sich mit Limits einstoppen lassen, sind eher die passiven. Also wir sehen hier im Prinzip, wie die Leute Market reingehen, long oder short. Und sehen aber im gleichen Atemzug, wie sich die Limits und eben das Aufladen auf diesen Limits verhalten. Und hier könnte man im Prinzip auch schön sehen, wie ein Delta zustande kommt. Zum Beispiel ein positives Delta, aber der Markt fällt. Das könnte man hier gut sehen, indem man sieht, zum Beispiel ein negatives Delta, wenn hier die Teilnehmer aktiv wären und extrem viele Limits in den Markt schieben. Wir haben das, ich glaube, seit wir das Webinar jetzt fahren, haben wir das noch nicht gesehen. Und die Leute verkaufen rein und dann dreht der Kurs aber auf. Und irgendwie hat man dann im 5-Minuten-Chart ein negatives Delta, aber eine positive Kerze. Ja, so entsteht es in Wirklichkeit, weil das Delta ja nur zeigt, ob es mehr Market-Käufer oder Verkäufer gegeben hat. Jeder Kauf und jeder Verkauf hat auf der Limitseite sein Gegenüber. Ja, das heißt, immer wenn ich Market-Buy drücke, gibt mir einer von der Limit-Sell-Seite ein Stück ab und umgekehrt. Ja. Und man sieht auch, wenn ich jetzt zum Beispiel den Smart Home angemacht hätte, sehe ich ja auch im ersten Blick schon anhand dieser Löcher, da hat es im Prinzip überhaupt keine Käufer gegeben. Und ich sehe hier, im Prinzip ist das ein Footprint, was wir hier sehen. Das ist im Prinzip ein Bid-Ask-Footprint, nur in Echtzeit. Das heißt, ich sehe hier in Echtzeit, wer im Moment das Zepter in der Hand hat. Ja. Und man sehen hier sofort, dass auf der Verkaufsseite Market einiges mehr los ist als wie auf der Kaufseite. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen gut erklärt. Auf der Ask-Seite, die Limits und die Änderungen der Limits sind im Prinzip analog zu dem, was ich hier auf der Bid-Seite gesagt habe. Ich kann mir hier unten mit den Xen das auch resetten. Das heißt, ich fange jetzt wieder bei 0 an und sehe sofort, jetzt in dem Moment sind die Verkäufer stärker. Schaut man sich das ein bisschen an, ob sich das weiterführt oder nicht. Ja. Und ihr habt jetzt gesehen, live, obwohl mehr Leute hier verkauft, wie gekauft haben, ist der Markt nach oben gegangen. Ja. Hier sieht man auch sehr gut Manipulation. Man sieht hier, wenn man hier die Filter eingestellt hat, zu manchen Zeiten des Tages auf einmal fast die gesamte Bid-Seite verlieren 20, 30 Kontrakte auf der Limit-Seite. Das heißt, irgendein Algo oder Market Maker macht die Seite dünner. Und was passiert mit einer dünneren Seite? Die ist leichter durchhandelbar als wie eine Seite, die was sehr viel Kontrakte oben hat. Ich kann mir hier auch auf der Limit-Seite Filter stellen, dass mir zum Beispiel dieser Level gelb wird, wenn 250 überschritten werden. 250 ist jetzt nur eine Hausnummer. Ich kann mir einfach sehr großes Limitvolumen einstellen. Ich zeige euch das jetzt ganz schnell, wie das ausschaut. Dann könnte ich hier sagen, wir haben jetzt nicht riesengroßes auf der Limitseite, aber zum Herzeigen kann ich das machen. Wo sind wir? Hier sind wir. So, wir sind jetzt auf der Ask-Seite. Ich kann mir im Prinzip das ganze Histogramm auch konfigurieren und so weiter und so fort. Und ich kann mir einen Filter stellen. Und in dem Fall machen wir das jetzt, dass wir es einfach sehen, 200. Und Atlas zeigt mir sofort, sollten irgendwo Levels sein, wo mehr wie 200 draufstehen. Natürlich ist jetzt 200 irrelevant. In dem Fall wären 4, 5, 600 cool. Ja, wenn ich wirklich eine überproportional große Limit-Order irgendwo drinnen habe im Markt. Und wenn ich natürlich im Smart Home bin, beziehungsweise den ein bisschen im Blick habe und ich sehe, dass dieser Level angelaufen wird,
dann sehe ich gleich, ob dieser Level Market bedient wird, ob dieser Level verteidigt wird, ob hier nachgeschoben wird oder nicht. Für das alles ist das Smart Home da. Ich habe in einem vorigen Webinar gesagt, es gibt wirklich Leute, die nur auf diesen Smart Homes handeln. Das gibt's. Die haben keine Charts. Das sind zwar ganz, ganz wenige Leute, aber das gibt's. Ja, also für mich ist das nichts, aber ich zeige euch, wie das grob ausschaut. Die haben mehrere Smart Homes nebeneinander. So. Haben hier zum Beispiel den ES, das ist der Hauptmarkt, den sie handeln, den werden sie wahrscheinlich in der Mitte haben oder links. Schauen sich korrelierende Märkte an, einen Nasdaq, schauen sich von mir aus auch noch, keine Ahnung, schauen sich an ist für ihnen auch immer relativ interessant. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? So, ich hoffe, ich habe Datenfeed für den. Natürlich nicht. Kleinen Moment. Ist egal. Dann nehmen wir halt noch einen Index dazu. Ja. Also, dann nehmen wir noch den Russell dazu. Ich hoffe, ich habe hier Daten. Sehr gut. Ich habe hier Daten. Und was machen diese Leute, die schauen im Prinzip, die haben ja keine Charts, aber man kann sich das, was die machen, auch ein bisschen anschauen. Die machen Folgendes. Die werden meistens aktiv, wenn man am Tageshoch und am Tagestief sind. Das ist einmal das Erste. Die schauen sich an, ob die korrelierenden Märkte auch am Tageshoch und am Tagestief sind. Und wenn einer der Märkte hinterher hinkt, handelt sie dem Ausbruch hinterher. Sowas machen die gern. Und was Jetzt lassen wir den Markt ein bisschen laufen, so jetzt ist er gelaufen. Was man noch machen kann, mit Doppelklick auf Center stellt man alle Märkte im Prinzip in Korrelation her. Das heißt, ich sehe jetzt sofort, okay, der Nasdaq, der geht mit Schwung nach unten, der S&P 500 wird folgen, ja, und umgekehrt. Es gibt, kommt auf den Tag drauf an, immer Leading-Märkte, die die anderen Märkte hinterherziehen. Ja, und dann gibt es natürlich Intermarket-Korrelationen, wo es dann im Prinzip geht, was passiert mit dem US-Dollar, was passiert mit Gold. Es gibt Märkte, die verkehrt proportional zueinander laufen, beziehungsweise verkehrt zueinander korrelieren. Und so handeln diese, also ich kann das nicht, aber das gibt's. Ja. Und für das ist im Prinzip diese Mittellinie da. Ja. Ich kann den einzelnen Markt mit einem Klick zentrieren, aber ich kann alle Märkte miteinander ausrichten mit Doppelklick. Und dann sehe ich sofort, Nasdaq taucht wieder ab, S&P 500 zieht schon wieder nach. Und da geht es dann wirklich um ein paar Ticks. Der ist uns komplett davon gelaufen, jetzt der Nasdaq nach unten und man sieht, der S&P 500 macht den gleichen Taucher mit. Und das ist so eine Herangehensweise, was die haben. Ja, die schauen dann zum Beispiel auch, wenn hier auf der Limitseite zum Beispiel eine Abwärtsbewegung blockiert wird, wenn extrem viel reinkommt, wenn der diesen Level nicht durchbricht nach unten und nach oben abdrehen muss, wie die anderen Märkte diesem hinterherlaufen. Ja. Das zu dem Thema Smart Home. Ganz schnell machen wir noch ein paar Settings durch und dann können wir das gleich lassen. Hier auf der rechten Seite haben wir noch, da sehen wir im Prinzip auch die Markets. Aber aufkumuliert auf ein Profil. Das heißt, wir sehen pro Preislevel, wie viel Market gekauft und verkauft man ist. Ist im Prinzip, könnt ihr euch das vorstellen, wie eben einen Footprint, der was euch das zeigt, nur eben in Echtzeit und fortlaufend aufkumuliert. Man kann sich das auch einstellen, dass die Levels gelöscht werden oder auf mit nach einer bestimmten Zeit gelöscht werden. Das ist dann Geschmackssache. Pardon. Gibt es hierzu Fragen? Das schaut nicht so aus. Dann können wir weitermachen mit den Settings schnell. Also ich hoffe, die Kurzeinführung und einmal alles erzählt zu diesem Smart Home hat sich für euch gelohnt. Einige haben es sicher noch nicht gewusst und viele kennen sich da schon aus. Was haben wir hier noch? Wir haben im Prinzip mit rechter Maustaste Einstellungen, können wir uns den gesamten Dom optisch und auch funktional herrichten. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mein Profil hier habe, hier kann ich mir eben das Profil einstellen,
möchte ich das vom Tag, vom letzten Tag, möchte ich Volumen, Bid, Ask, Delta, Dix, kann ich mir auch einstellen, wie ist das Quotesatz vom Profil. Und wenn mich das stört, ich kann das Profil eben hier rauslöschen oder ich kann es verschieben. Sagen, okay, das Profil hätte ich gerne auf der ganz rechten Seite, dann bin ich hier im Atlas Smart Dome relativ flexibel, wie ich das Ganze anordne und machen möchte. Ich kann mir Notizen mit reinhauen, wo ich im Prinzip sofort was reinschreiben kann, gewisse Levels und so weiter und so fort. Die kann ich mir dann auch bearbeiten, ich kann sie auch auslöschen. Also ich habe hier wirklich einen Dom, der hochflexibel ist, der vor allem auch blitzschnell ist. Man hat es eben im Nestec gesehen, da gibt es nichts. Und ich kann mir hier noch die Schriftgrößen und so weiter und so fort. Also ich habe hier wirklich die Marktiefe habe ich auf 15 gestellt. Wenn ich sage, ich brauche mehr, dann stelle ich sie hoch. Dann sehe ich jetzt 50 Levels nach unten und so weiter und so fort. Und ich zeige euch schnell, ich mache das jetzt zu. Dann können wir den Dom abschließen. Wir haben ja hier den Lernen-Button drin. Im Lernen-Button sind nicht nur kleine Videos, wie man gewisse Funktionen auf der Plattform ausführt. Ich habe hier auch Smart Dome Templates. Und ihr seht hier schon, wie unterschiedlich ein Smart Dome aussehen kann, je nachdem, für was man ihn benötigt. Ja. Also ich bin hier komplett frei, was das Design angeht und die Funktionalität. Und wie man halt haben möchte, das sind hier nur ein paar Templates, kann man sich echt frei vom Herzen seinen eigenen Smart Dome, wie man ihn braucht, und konfigurieren. Hier gehen wir noch geschwind durch, damit wir es haben. Also unter erste Schritte sind so kleine Sachen drin. Wir haben hier auch die Bücher drinnen, die Clusteranalyse, Volumenprofil, Smart Tape. Wir haben unzählige Artikel drinnen, Volumenprofil, Analyse und so weiter und so fort. Unter Videos kommt man eben zum Atlas Channel, wo auch Videos da sind. Wir haben Templates für die Charts, für den Smart Dome, für Smart Tape. Und das sind eben die ganzen Geschichten wie Support, Community und so weiter und so fort. Das wäre es zum Thema Smart Dome. Und nachdem keine Fragen da sind, es tut mir leid, es ist ein bisschen ein trockenes Thema, werden wir weitergehen zum Charting. Also, Charting ist im Prinzip selbsterklärend, aber wir schauen uns das Ganze an. Also, wenn wir von Charting sprechen, ist es das Arbeiten mit dem Chart. Ich mache das mal groß, damit ihr hier alle zuschauen kann. Also, wir machen mal einen nackten Chart in Atlas. Und das ist speziell für die Neuen hier. Da tauchen am Anfang immer Fragen auf. Ja, wie ist denn das? Wie schalte ich denn in den Footprint-Modus? Wie kann ich den Timeframe ändern? Und so weiter und so fort. Und das werden wir jetzt in aller Kürze durchgehen. Atlas ist von Haus aus so konfiguriert, dass wenn ich hineinzoome und weit genug hineinzoome, mir der Footprint-Modus aufgeht. Das heißt, umso näher ich reinzoome, dann kommt irgendwann ein Footprint-Modus. Man kann das auch deaktivieren. Ja, dass auch wenn ich rauszoome, der Footprint-Modus bleibt, oder auch wenn ich reinzoome, die Kerzen bleiben. Das ist reine Geschmackssache. Aber bei Default ist es bei uns so eingestellt, dass wenn ich reinzoome, ich in die Kerzen reinsehen möchte. Und wenn ich hier reinzoome und diesen Footprint-Modus aktiviere, geht hier auf der linken Seite, hier oben links, geht hier das Submenü auf. Es ist weg. Wenn ich reinzoome, ist es hier. Hier komme ich in die vorgefertigten Footprint-Modi rein von Atlas. Ich kann mir hier wirklich querbeet die gängigen raussuchen und konfigurieren. Und wenn ich ein kompletter Experte bin und ganz genau weiß, was ich möchte, kann ich hier noch aufs Rädchen klicken und kann mir wirklich jeden einzelnen Wert hier einstellen. Auch die Farbe, was gezeigt wird. Ich kann mir auch einen zweiten Footprint-Chart daneben machen, kann im Prinzip diesen Chart jetzt mit zwei Footprint-Typen machen, links Delta, rechts Volumen, links Bid Ask, rechts Delta, aber im Volumenprofil oder ein Volumenprofil, das Delta von den Formen her benutzt. Also das sind tausende Möglichkeiten, wie man hier im Prinzip seinen Footprint konfigurieren kann, je nach Belieben. Aber wie gesagt, wir gehen nicht so tief in das Footprint-Thema rein. Ich wollte es euch nur gezeigt haben, dass hier eben diese ganzen Einstellungen gibt. Was es auch gibt, ist die Taste M.
Mit der Taste M kann ich, es ist egal, wie weit ich draußen bin vom Chart, und sagen, ich möchte jetzt dieses hoch im Footprint sehen. Wenn ich die Taste M gedrückt habe, dann zoome ich auch in die Kerzen rein und sehe aber diesen eingestellten Footprint-Modus. Das heißt, ich kann hier ganz schnell hier am Tief schauen, wenn es mich interessiert, was ist los. Das zu dem Thema. Eine Frage ist aufgetaucht, ob Atlas für den Forex-Markt verfügbar ist. Nein, ist es nicht. Um gleich die Frage zu beantworten, warum es denn das nicht ist, weil der Forex-Markt keine Börse hat in dem Sinne, wo alle Orders gesammelt verarbeitet werden. Das heißt, der Forex-Markt ist dezentral und eine Futures-Börse und eine Aktienbörse ist mehr oder minder zentral. Das heißt, ich kann hier auch gar keine Volumenanalyse durchführen, keine klassische, weil ich gar keine Volumendaten habe. Ja. Ich kann zwar zum Beispiel hergehen, ich könnte hergehen und sagen, okay, ich verarbeite die Volumendaten von diesem Broker, aber der Forex-Markt ist ja viel größer als wie einzelne Brokerhäuser, wo ich dann das Volumen von diesem Broker habe. Ich könnte hier nicht einmal was ableiten davon. Ja. Deswegen gibt es in Atlas keine CFDs. Und auch kein Forex, weil ich könnte die meisten Tools, die eben auf Orderflow und Volumen basieren, diese Analyse-Tools, könnte ich nicht verwenden, weil ich einfach die Daten nicht habe. Ich habe sie nicht. Ja. Bei den Kryptobörsen zum Beispiel ist es so, ich kann jetzt da Binance, ich kann alles, was auf Binance ist, handeln. Ich habe auch alle Volumeninformationen, aber ich habe nicht alle Volumeninformationen aggregiert von allen Börsen gleichzeitig. Das heißt, wenn ich eine Volumenanalyse mache und ich bin auf Binance und habe dort meine Datenfeed-Verbindung, dann sehe ich von dieser Kryptobörse das Volumen, das gehandelte Volumen, aber nicht global. Ja, das sehe ich nicht. Wolfgang fragt, wenn der neue Dom in die Latest Version kommt, wir rollen in diesem Moment gerade die Latest Version aus seit 3 oder 4 Tagen. Wir machen das immer in kleinen Chargen. Und ich denke, dass der Wolfgang hier auch bald mal dabei ist. Weiter zum Thema. Also wir haben jetzt kurz gehabt Footprint, wie man hier schnell reinkommt und wie man reinzoomt und wie man ihn bearbeitet. Wir gehen jetzt ganz geschwind durch. Für diejenigen ist es nämlich langweilig, die es schon kennen, aber ich muss es sagen, was die ganzen Elemente im Chart bedeuten. Das heißt, erste Element hier ist im Prinzip der Instrumentenmanager. Hier kann ich meine Instrumente raussuchen, die ich handeln oder analysieren möchte. Ich kann sie auch mit Sternchen fixieren, dann habe ich sie in die Favoriten drinnen. Ich habe hier auch ein Suchfeld, wo ich zum Beispiel jetzt schnell FDAX suchen kann, wenn ich mir nicht verschrieben hätte. Und ich bekomme den FDAX samt aller Kontrakte. Ich habe in Atlas die Möglichkeit, einen Continuous-Kontrakt zu laden. Das sind alle aneinandergereiht oder den Einzelkontrakt. Wenn jemand nicht weiß, was ein Continuous und ein Einzelkontrakt ist, bitte Google verwenden. Es geht darum, dass ein Einzelkontrakt eine gewisse Laufzeit hat und nicht so viel Historie hat wie ein Continuous-Kontrakt. Beim Continuous-Kontrakt heftet Atlas quasi alle Kontrakte, die in der Vergangenheit stattgefunden hat, aneinander, damit ich eine durchgehende Historie habe. Das zu dem Thema. Der zweite Button hier ist der M5-Chart. Hier habe ich meine verschiedenen Timeframes. Und wie ihr hier seht, ich habe hier zwischendrin einen 7-Minuten-Chart oder einen M3. Im Konfigurationspanel könnt ihr euch eigene Timeframes machen. Wenn einer sagt, er braucht einen 7-Minuten-Chart, dann kann er das konfigurieren und hier einpflegen. Er kann auch die Reihenfolge ändern. Und das gilt nicht nur für die timebasierten Charts, sondern auch für Tick, Delta Range und Renko-Charts. Ein Volumenchart haben wir. Das heißt, jede Kerze wird hier im Prinzip, wenn ich 100 nehme, noch 100 Stücken gehandelten Volumen, wird eine neue Kerze gebildet. Das ist einfach ein anderer Weg, nicht zeitbasiert, sich gewisse Sachen anschauen zu können. Wenn ich hier zum Beispiel den S&P 500, jetzt machen wir geschwind diesen 500 Volume Chart, dann lädt Atlas die Daten runter. Und wie ihr seht, ihr habt jetzt eine neue Kerze nach jedem 500 Kontrakten. Und der ist nicht zeitbasiert. Ihr seht, manchmal ist nach einer Minute eine neue Kerze da, manchmal nach 10 Minuten, je nachdem, wann die 500 erreicht werden. Und das ist eben ein anderer Ansatz und kein schlechter Ansatz. Ein Renko-Chart geht zum Beispiel nur auf Bewegung, ein Reversal-Chart selbstsprechend auf Reversals. Hier ganz wichtig,
Da werden wir was ändern müssen in Zukunft, weil zu viele Fragen von Kunden reinkommen. Sie sehen nur 3 Tage Historie, wo sie das ändern. Das ist im Prinzip hier unten das Auto weg und dann kann ich hier eingeben, wie viele Tage Historie ich sehen möchte. Das ist zu diesem Thema. Für diejenigen, die mehr als einen Lot handeln oder einen Kontrakt, kann man sich hier im Prinzip Hotkeys erstellen. Das heißt, man kann die Size vordefinieren und per Hotkey dann abrufen. Ist, glaube ich, selbsterklärend. Das nächste Fenster sind grundsätzlich die Modi, die es gibt. Also man hat diesen klassischen Balkenchart, kennt jeder von früher, der schon länger dabei ist. Man hat den klassischen Kerzenchart. Man hat transparente Kerzen. Transparente Kerzen sind sehr gut, wenn man sie kombiniert mit zum Beispiel einem Cluster Search, der in Kerzen reinmalt. Kann man das sehr gut verwenden. Man hat den Liniencharts, den Footprint-Modus kann man so auch aufrufen, also ohne reinzoomen, direkt hier. Dann Mountain-Chart für Übersichtscharts und dann haben wir noch gar keinen Chart. Und die Frage taucht dann auf, für was brauche ich gar keinen Chart? Wenn ich zum Beispiel nur mit Profilen, wenn ich mir einen Chart machen möchte, wo ich nur meine Profile drinnen habe, dann brauche ich keine Kerzen und nichts anderes, sondern nur die Profile, dann blende ich mir die Kerzen aus. Soweit zu diesem Thema. Dann geht es weiter mit der Lupe. Das haben wir gehabt zum Reinschauen. Footprint-mäßig. M drücken ist oben die Lupe quasi. Kann ich mir alle Footprints anschauen. Hier komme ich zum Indikatorfenster. Das heißt, ich kann mir ja unzählige Indikatoren in den Chart laden. Da haben wir eine recht gute Auswahl drin für die wichtigsten Dinge, die man benötigt. Crosshair, das heißt, wie sich meine Maus am Chart verhaltet. Habe ich ein Crosshair? Möchte ich nur ein Maus haben? Oder möchte ich global haben? Globales Crosshair. Das heißt, zeige ich euch gleich. Ich habe hier einen zweiten Chart gemacht. Ich möchte, dass dieser zweite Chart von mir aus jetzt da ein Daily Chart ist. Ich schmeiße mir diesen Daily Chart hier. Also wenn man ein Fenster nimmt und nicht loslässt mit der Maus, Moment, wenn ich ein Fenster nehme und das nicht loslasse, habe ich die Möglichkeit, einen Fensterverbund zu gestalten. Das mache ich jetzt. Ich möchte, dass mein Daily Chart auf der rechten Seite im Hauptfenster ist. Hoffe, das funktioniert alles. Ja, funktioniert auch in der Alpha. Ich habe jetzt rechts meinen Daily Chart und links meinen 500 Volumen Chart. Ist jetzt ein Fensterverbund, wie ihr seht. Ich kann das so verschachteln, wie ich möchte, mit allen Modulen. Ich kann hier auch einen Smart Dome dazu kleben. Ja. Ich kann auch im Prinzip klonen wir noch einmal und sagen, ich möchte im Prinzip in der Mitte und lasse es in der Mitte los. Dann habe ich im rechten Fenster unten die 2 Charts so zusammengeklebt. Und was macht jetzt das Global Crosshair? Das heißt, ich stelle das auf Global, ich stelle das auf Global, das Fadenkreuz. Und dann sehe ich im Prinzip auf der rechten und auf der linken Seite, ihr seht das jetzt, das ist ein Tageschart, gehen wir ein bisschen näher rein. Ihr seht im Prinzip, wenn ich das tief suche, oder das muss noch ein größeres sein, dass meine Maus je nach Position am Chart links und rechts korreliert. Das zu dem Thema. Das sind Global Crosshairs. Dann haben wir das Thema Templates und Snapshots. Ihr könnt euch im Prinzip eure sämtlichen Charts abspeichern als Templates. Und wenn ihr Analysen macht und diese Analysen zum Beispiel einen Freund schicken möchtet oder einen Kollegen schicken möchtet, dann könnt ihr einen Snapshot speichern. Im Snapshot sind eben Zeichenobjekte mitgespeichert. Also ein Snapshot ist quasi genau diesen Chart, den ihr vorher habt, mit allen Zeichnungen, mit allen Analysen und so weiter und so fort. Ihr könnt diese importieren, exportieren, hinzufügen und so weiter und so fort. Das wäre diese obere Leiste der Charts. Dann haben wir hier noch das Scaling. Das ist auch immer wieder ein Thema, das kommt. Für was ist es und wer braucht es und was ist überhaupt los mit Scaling? Ich zeige euch das schnell. Schaut folgendermaßen aus. Wir haben hier einen S&P 500, ich stelle das schnell um auf Minutenchart.
So, wir haben hier einen S&P 500 und wie die meisten von euch wissen, ist ein ganzer Punkt in einem S&P 500, also von der 80 auf die 79, 4 Ticks. 80, 75, 50, 25, 0, 79. Das heißt 4 Ticks. Ich kann Charts eben über das Scaling komprimieren. Ich kann jetzt sagen, okay, ich stelle das Scaling auf 4. Das heißt, er nimmt mir immer 4 Ticks und rechnet die zusammen. Mach mal übernehmen. Jetzt ist meine Chartansicht, ihr seht es auf der rechten Seite, 76, 77, 78, 79. Das heißt, mein Chart ist jetzt auf volle Punkte gestellt. Macht im S&P 500 vielleicht weniger Sinn, aber im Nasdaq, das ist ein Markt, der sehr viel Weg macht, mit sehr wenig Volumen, macht es unter Umständen Sinn, das Ganze mal mit Scaling zu betrachten, weil auch Volumenprofile und der Rest von diesem Scaling betroffen sind. Das heißt, ich kann mir dünne Märkte, die viel Weg machen, kann ich mir für eine Volumenanalyse besser herrichten, indem ich die ein wenig komprimiere, so wie sie ausschauen. Man muss aufpassen, wenn das Scaling aktiviert ist. Ich kann euch das gleich zeigen hier. Mit dem Shortcut T auf der Tastatur bringt ihr das Trading Panel rein. Wir machen jetzt ganz schnell einmal Buy Market. Ihr werdet sehen, dass sich hier im Prinzip der Wert, der Geldwert und der Tickwert ändert, ohne dass sich hier viel bewegt. Das heißt, er muss entweder auf der Oberkante der 4 Ticks sein, die komprimiert sind, oder 4 Ticks nach unten machen, dass ich hier im Prinzip einen Ausschlag habe. Seht ihr, 25 minus, aber ich stehe mit der Linie hier. Aufpassen, der Chart ist komprimiert. Im Hintergrund laufen natürlich diese tickweise Abrechnung schon. Ja, aber für Analysezwecken kann man das eben machen. Das haben wir auch neu integriert, ein Stop-Loss und ein Take-Profit direkt zu setzen. Die haben wir jetzt hier dabei. Wir haben hier im Prinzip das neue ATM-Panel für Exit-Strategien. Dazu sage ich in einem nächsten Webinar mehr. Hier wird noch ein wenig umgebaut werden müssen. Gut, schmeißen wir das raus. Eine Frage ist reingekommen, die ich natürlich sofort beantworten möchte. Der Norbert fragt, wie bekomme ich die Werkzeugliste auf der linken Seite? Diese Werkzeugliste auf der linken Seite ist Standard, sofern du auf der Latest-Version bist. Ich glaube, in der Stable-Version gibt es das noch nicht, aber in Kürze wird die Latest zur Stable. Gut, da haben wir jetzt da ziemlich alles durch. Wir haben hier noch das Screenshot-Tool, das ist selbsterklärend, wenn ihr hier drauf drückt, wird ein Screenshot gespeichert, das ihr in eurem Atlas Kundenportal dann verwalten könnt. Ihr könnt ja dann die Screenshots verschicken, speichern, löschen und so weiter. Fullscreen-Modus, auch selbsterklärend, der Charts Fullscreen machen, gruppieren. Hier kann ich verschiedene Charts und Smart Domes und andere Module mit einer Farbe zusammen gruppieren. Und wenn ich dann ein Instrument wechsle, in dieser Gruppe wechseln sich alle Charts auch mit auf dieses Instrument. Das ist das Gruppieren. Hier haben wir noch im Prinzip die Einstellungen, die wir auch mit rechter Maustaste und Einstellungen erreichen. Und wir haben hier noch die Pinnadel, das heißt, der Chart wird immer im Vordergrund gehalten. Jetzt bin ich da ganz schnell durchgerannt. Auf der linken Seite haben wir eben dieses ominöse Panel. Das kann man sich auch selbst noch einstellen. Gewisse Zeichenobjekte hinzufügen und entfernen, die, was man eben am öftersten braucht, oder man sagt, ich mache extrem viel mit Linien, dann kann ich mir das hier reinhauen. Ganz wichtig bei dieser Sache ist jetzt, das meiste, was ihr hier links seht, oder alles, ist mit rechter Maustaste und Zeichenobjekte genauso verfügbar. Und hier mit dem Stift oben ist es auch verfügbar. Also ihr habt immer mehrere Wege, wie es ihr hier hinkommt. Wir haben jetzt da, das Thema ist zu Charting, aber ich habe jetzt einmal einen Chart erklärt. Quasi das Arbeiten mit Zeichenobjekten, das ist relativ einfach gehalten. Also es soll alles einfach von der Hand gehen. Jedes Zeichenobjekt, das ihr setzt, ob das jetzt ein Kanal ist oder keine Ahnung, Fibos
oder sonstiges. Ihr könnt in die Setting rein mit einem Doppelklick. Und an jedes Zeichenobjekt hat im Prinzip seine eigenen Settings. Ich kann zum Beispiel hier diesen Kanal auf unendlich erweitern. Ich kann die Farben ändern und so weiter. Ich kann hier beim Fibo kann ich mir verschiedene Fibo-Levels eintragen. Ich habe hier das nur 50%, weil ich dieses Tool einfach ein bisschen vergenotwurzelt, würde der Österreicher sagen, zweckentfremdet der Deutsche. Also ich nehme die Fibos nicht als Fibos. Ja. Und hier kann man im Prinzip sich den Fibo auch so richten mit den Farben und mit den Levels von den Prozenten her, wie man möchte. Und das zieht sich eben durch alle Zeichenobjekte durch. Ja. Ganz wichtig, Zeichenobjekte, mehrere Charts. Rechte Maustaste auf das Zeichenobjekt kann ich jedes Zeichenobjekt auf global sperren oder ausblenden stellen. Ich kann es auch löschen. Ich komme auch so in die Einstellungen, aber mit Doppelklick ist man einfach schneller, wir sind die Einstellungen drin. Hier kann ich noch den Preis genau adjustieren, wenn ich möchte. Ich kann mir im Prinzip Sachen wie das Preislabel verbergen. Das sind so Kleinigkeiten, ich kann es beschriften. Ich sage, die tolle Linie. Ich kann mir auch Alarme setzen. Ich kann mir Annäherungsalarme setzen. Ja, das heißt, ich möchte einen Alarm haben, 3 Ticks bevor die Linie ist. Ich möchte nur einen einzelnen Alarm haben. Ich möchte einen Alarm haben, wenn er die überschreitet und so weiter und so fort. Ja. Verschiedene Alarmdateien. Hier haben wir dann im Prinzip ganz viele Settings, die eben alle Zeichenobjekte hier betreffen. Ja. Also es würde keinen Sinn machen, diese durchzugehen, außer die neuen, die wir vielleicht haben. Ich kann mir hier im Prinzip zum Beispiel sofort einzeichnen, wie sich der POC verändert hat in dieser Zeit. Ich kann mir hier einzeichnen einen VWAP, der genau von da weggeht. Ich kann mir aber auch sagen, okay, ich möchte jetzt aber wissen, kommen wir her zu mir, ich möchte jetzt wissen, wie schaut es mit dem VWAP aus, wenn er zum Beispiel weiter vorne startet. Dann nehme ich mir den, ja, und möchte wissen, wie sich der VWAP hier verhält. Das heißt, ich habe hier freie Zeichenobjekte und kann mir das relativ einfach einstellen, wie ich es brauche. Ich habe hier auch noch, wo haben wir es, ein ganz normales Viereck. Kunden haben angefragt, okay, Viereck, aber ich möchte bitte haben, dass ich das noch rechts auf die Unendlichkeit erweitern kann oder noch links, so dass es nicht verschiebbar ist. Also man kann es jetzt auch mittlerweile beschriften, also da Alarme verwenden, auch wenn wir Annäherung haben auf das Viereck. Das betrifft das ganze Thema Zeichenobjekte. Und quasi, ja, also zu den Zeichenobjekten fällt mir jetzt wirklich nicht mehr ein. Das muss man sich wirklich durchschauen. Es gibt extrem viele Settings, die man hier verwenden kann. Man hat Zeichenobjekte für Risk-Reward-Geschichten zum Eintragen. Ja, man hat Zeichenobjekte. Man hat, wenn man die Maus da, das Mausrad drückt, kann man Wegstrecken messen. Ich kann messen von dem Tief zu dem Hoch, weiß sofort, dass es 393 Bars waren, 92 Ticks. Das Delta in dieser Bewegung war 378, 420.000 Volumen. Ja, und ich sehe auch ganz unten, wie viel ich in einem Lot hier auf dieser Strecke gemacht hätte am S&P 500, das wären 1200 gewesen. Das ist das Schnelle. Ich habe hier auch noch Zeichenwerkzeuge, wo ich wirklich andere Sachen eintragen kann. Also das Charting, wie gesagt, das ist ein bisschen ein unendliches Thema. Um der Vollständigkeit halber, werden wir das jetzt noch mitmachen, weil dann sind wir das Chartmodul durch. Ganz schnell. In den Einstellungen kann man natürlich den Chart von der Hintergrundfarbe, von der Optik, von allem, was ihr euch vorstellen könnt, also verändern und euch so anpassen, wie ihr möchtet. Ihr könntet euch auch ein Hintergrundbild in diesem Chart laden. Also es ist wirklich alles möglich. Hier sind wir nochmal bei den Footprint-Einstellungen, die man auch über das Menü kriegt. Aber wichtig sind für euch die Trading-Einstellungen. Hier kann man einstellen, ob jeder Trade bestätigt werden sollte oder gleich durchgeht. Ich kann mir hier einstellen, wie diese Marker für Limit Orders und Positionen dargestellt werden im Chart.
damit wir das noch alles durch haben, eben mit HTMT kommt rechts das Trading Panel oder man druckt hier unten auf Chart Trader. Hier kann man eben Market kaufen, verkaufen. Man kann den Ask, den Bid verkaufen, kaufen. Man kann alles canceln, man kann die Position drehen und schließen. Eine gute Frage. Machen wir Sell Market. Ihr seht jetzt 12 Dollar, 0 Dollar. Ihr könnt hier auf diesem Feld, wenn ihr auf das klickt, könnt ihr es umstellen auf Prozent oder auf Ticks oder komplett ausschalten. Das ist je nachdem, wie das Mindset für manche ist. Manche möchten diese Geldbeträge nicht sehen und nur Ticks sehen. Manche möchten nur die Geldbeträge sehen und keine Ticks sehen. Hier stellt ihr das um. Ja. Das ist zu dem Thema. In diesem Feld wählt ihr euren Account aus, wenn ihr mehrere Accounts habt. Hier könnt ihr noch die Stücke, die standardmäßig gehandelt werden, einstellen. Hier könnt ihr OCO-Orders aktivieren, wenn euer Broker das unterstützt. Das heißt, ich habe hier einen Take-Profit. Ich habe hier einen Take-Profit und einen Stop-Loss. Und problematisch ist es halt, wenn ich das jetzt so lasse und die Trading-Plattform, es ist übrigens egal, welche Trading-Plattform, schließe. Das heißt, er rennt mir entweder ins Take-Profit oder in den Stop-Loss. Nur bleibt dann, wenn die Trading-Plattform nicht läuft, diese Order am Markt. Eine von beiden. Und um das zu verhindern, gibt es One Cancel Another. Das heißt, wenn ich das aktiviere, dann wird die andere Order gecancelt, wenn eine von den zwei getriggert wird. Und das ist im Prinzip für die Limit Orders, wenn ich eine Limit Order reinstelle, das machen wir auch noch schnell durch, wie lang diese gültig ist. Ja? Also bis zum Erreichen der nächsten Session. Ja? Also über Mitternacht ist die dann weg. Oder Good Deal Cancel, das heißt, die ist so lange im Markt drinnen, bis ich sie cancel. Wie bringe ich schnell Limit Orders in den Markt? Ist auch ein kleiner Tipp. Leertaste gedrückt halten. Dann habe ich hier im Prinzip auf der linken Seite Sell Limit Buy Stop für die linke und rechte Maustaste. Bin ich unter dem Preis, habe ich links Buy Limit, rechts Sell Stop. Das heißt, ich bin hier richtig schnell, was das betrifft. Für Limit Orders in den Markt schieben. Das ist das Ganze. Das ist im Prinzip eure automatische Exit-Strategie, wo ihr vordefinieren könnt, Stop-Loss, Take-Profit, Break-Even, Break-Even plus einen Tick. Nachlauf ist im Prinzip nichts anderes als wieder Trailing-Stop. Ihr könnt das in Ticks, Prozent oder Preis vergeben hier. In erweiterten Modus könnt ihr noch mehrere Targets, mehrere Stops hinzufügen und einstellen. Das zum Thema Modul in aller Schnelligkeit. Und damit wir das fertig haben, haben wir hier noch den Dome Trader. Dann haben wir es wirklich geschafft. Wenn wir den öffnen, bekommt ihr in jedem Chart, wenn ihr das wollt, eine kleine Echtzeit-Heatmap, wo ihr, ja, also ich glaube, der Intervall ist irgendwo bei 10 oder 20 Millisekunden, wo ihr im Prinzip die ganze Heatmap reinkriegt. Je nach Zoom-Stufe verändert sich natürlich die Heatmap. Und man hat in jedem Chart Zugriff auf diese Heatmap. Man kann sie auch auf Fullscreen stellen. Und hier ist das einzige Modul in Atlas, wo ihr umstellen könnt von FIFO, das heißt First In, First Out, auf LIFO, Last In, First Out. Für diejenigen, die es interessiert. Hier gäbe es im Dome Trader noch jede Menge Einstellungen, die wir hier nicht durchgehen. Und ich hoffe, Fragen. Und ich hoffe, dass ich so viel Informationen wie üblich in meinen Webinaren in diese Stunde reingepackt habe. Ich schaue noch schnell in die Fragen. Das ist eine gute Frage von Wolfgang, die ich nicht ganz verstehe. Wo stelle ich ein, dass Atlas bei einem Buchverlust nicht die offene Position schließt? Sorry, diese Frage verstehe ich nicht. Eine andere Frage auch noch von Wolfgang. Die VWAPs sind in unterschiedlichen Timeframes geringfügig anders. Welche wäre der aussagekräftigste? Da gibt es keine Antwort dafür. Ich würde aber davon ausgehen, dass ein VWAP am Stundenchart für einen Tageshandel relativ gut aussagekräftig ist. Ja.
Da geht es eher darum, wie viele, warum ist denn eigentlich ein V-Web so interessant? Weil V-Web einfach ein Benchmark für viele Institute auch ist, die halt gern kaufen, wenn das Ding drüber ist und verkaufen, wenn es drunter ist. Ja, so einfach ist das in Wirklichkeit und deswegen verwenden das sehr viele Menschen. Wie kann man Teilverkäufe tätigen? Das fragt der Norbert. Das zeige ich gleich hier im Chart her, weil das ist jetzt nicht wirklich die große Hexerei. Also, jetzt nehmen wir mal an, wir gehen mit 5 Kontrakten, in dem Fall Short. Machen wir. So, jetzt habe ich im Prinzip 5 Kontrakte Short und ich möchte einen Teilverkauf machen. Dann kann ich das folgendermaßen machen. Entweder ich verkaufe sofort mit Market, das heißt, ich muss etwas zurückkaufen. Jetzt verkaufen wir mal ein Stück. Mal auf ein Stück stellen. So, dann habe ich nur noch 4 drin. Das heißt, ich habe einen Teil verkauft. Oder ich gehe her und setze mir hier eine Kauflimit. Setze mir vielleicht noch eine Kauflimit hier und hier. Das heißt, ich habe 4 im Verkauf und kaufe hier einen zurück und bin dann noch mit 2 Kontrakten laut Adam Riese im Markt unterwegs. Das heißt, so macht man Teilverkäufe. Entweder man verkauft das Direct Market, aber aufpassen, ja, dass die Size stimmt, oder ich verkaufe meine Teile eben bei Limit. So einfach ist das. Da ist nichts dabei. So. Eine Frage von Gotthard: Sind alle gängigen Indikatoren in Atlas verfügbar? Ja, und das ist eine Streitfrage, was ist gängig? Also es gibt, glaube ich, von den klassischen Indikatoren haben wir über 200 drin und eine richtig gute Auswahl an Volumen- und Orderflow-Indikatoren, die es zum Teil nirgendwo anders gibt, zum Teil schon. Es gibt Indikatoren, die sind quasi überall gleich. Moving Average wird dann jedes Programm heutzutage liefern. Also diese ganzen Standards sollte da sein. Und wir haben auch ein Ideenboard bei Atlas, wo jeder Kunde seine Wünsche und Ideen im Prinzip reinstellen kann. Und das ist dann ein Bewertungssystem, wenn das andere Kunden gut finden, die geben dann ein Plus. Und wenn sehr viele Plus eben auf diesen Topic treffen, dann wird dieses meistens auch umgesetzt. Wir haben jetzt übrigens Teil verkauft. Ja, also jetzt sind nur noch 3 Kontrakte im Markt. Der nächste Teilverkauf kommt auf 74. Also von den Indikatoren her glaube ich, dass wir uns nicht verstecken brauchen. Es gibt aber allerdings, ich glaube, hunderttausende verschiedene Indikatoren da draußen. Wie sinnvoll diese alle sind, da kann man sich streiten. Aber ich glaube, man ist relativ gut bedient in Atlas, was diese Auswahl betrifft. So, Wolfgang sagt, Atlas schließt bei minus 50.000. Ich denke, er meint da das Atlas SIM-System. Also wir haben ja ein dauerhaftes Demokonto hier dabei. Das heißt, da kann jeder so lange trainieren, wie er möchte und kann sich das Konto zurücksetzen. Das kann schon sein, dass ein Riskparameter, so komplett geschlossen, dass ein Riskparameter da die 50.000 sind. Also das lässt sich auf Kundenseite nicht verstellen. Gibt es noch Fragen? Das scheint nicht so zu sein. Dann würde ich wieder an den Nelson übergeben. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu viel reingeballert diese Stunde. So viel gibt es nicht. Wieder eine geballte Ladung an Informationen. Vielen, vielen Dank, Michael. Und man kann ja alles dann entsprechend mit der Aufzeichnung nacharbeiten und so oft sich angucken, wie man möchte. Und wenn daraus sich Fragen ergeben, dann wie immer können Sie uns kontaktieren oder Michael direkt. Und ja, wir leiten dann entsprechend die Frage weiter, wenn wir sie selber nicht beantworten können. Und von daher, also seien Sie nicht schüchtern, entsprechend Fragen an uns zu senden. Ansonsten vielen, vielen Dank für die Teilnahme und natürlich auch vielen Dank auch für die Fragen hier. Also macht das ja auch alles interessanter für den Referenten, aber natürlich auch für alle. Da können wir nur alle davon profitieren. Ich wünsche noch einen schönen Abend, ja, noch eine erfolgreiche Restwoche. Passen Sie auf Ihre Positionen auf und ich würde mich freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Also vielen Dank, Michael, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.